Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cattle and Crops Video. Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ihr eine Unzahl an Linien und Zahlen seht. Das ist das Konfigurationsmenü von TrackIR. Das ist ein Head Tracking System, was es ermöglicht, mit so einem kleinen Gestell auf einem Cappy bzw. so einem Clip fürs Headset und eben so einem Empfänger, den man auf dem Monitor positioniert, die Kopfbewegung, die man macht, vor dem Monitor in das Spiel zu integrieren. Da kann man, wie ihr seht, ich bewege gerade meinen Kopf in alle Richtungen, die tatsächliche Kopfbewegung in das Spiel integrieren. Warum ich euch das jetzt zeige, ist folgender Grund. Mit dem letzten Update kam, ich zeige euch das mal am besten im Menü, das sieht man vielleicht am schnellsten. Bei der Kamera kam die Belegung neu hinzu. Also Kamerasprung nach vorne, hinten, links, rechts, hoch, runter, zurück, größer und kleiner. Ich mache euch das mal kurz vor. Ich laufe einfach mal alle Richtungen ab. So, und wie ihr seht, sind das im Prinzip keine anderen Bewegungen, als ich gerade in dem TrackIR-Konfigurationsmenü gemacht habe. Warum ich euch das jetzt gerade erzählt habe, die Integration dieser Kamerabewegung im Spiel lässt darauf vermuten, dass das TrackIR-System nicht mehr ganz so weit entfernt ist im Spiel. Das sind die notwendigen Kamerapositionen bzw. Kamerabewegungen, die vorhanden sein müssen, um es zu nutzen. Die haben jetzt keinen mega Ausschlag, aber die sind trotzdem notwendig, um eben die externe Software im Spiel laufen zu lassen, um eben wiederum die Kopfbewegung zu integrieren. Die Steuerung jetzt hier alle nur oder komplett nur mit der Tastatur und der Maus gemacht, aber da das integriert werden soll, denke ich, lässt es nicht mehr allzu lange auf sich warten. Das wollte ich euch nur kurz zeigen. Ich hoffe, ihr konntet meiner kleinen technischen Ausführung etwas folgen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut!